Die Theorie der Schweigespirale von Simone Noelle Neumann. Die erste Annahme lautet, dass alle Menschen ein unbewusstes Streben nach einer gemeinsamen Übereinkunft, einem gemeinsamen Urteil haben. Menschen möchten gerne die gleiche Meinung haben wie ihre Mitmenschen. Hierbei erinnere ich gerne an das Linienexperiment von Asch oder das Autoritätsexperiment von Milgram. Es gibt zwei Wege für den Menschen, um sich eine Meinung zu bilden. Einmal über direkten Menschenkontakt und das zweite über die Massenmedien. Nun zur Theorie selber. Die erste Annahme. Menschen formulieren ihre Meinung unter der Kenntnis der Meinung der anderen Menschen. Annahme Nummer 2. Menschen erfahren die öffentliche Meinung durch Medien und direkten Kontakt mit anderen Menschen. Annahme Nummer 3. Menschen nehmen nicht nur die Meinung wahr, sondern auch die Veränderung der Meinung im Laufe der Zeit. Jetzt wird's interessant. Annahme 4 sagt nämlich aus, dass Menschen, die glauben, die dominantere Meinung in der Gesellschaft zu besitzen, sich mehr trauen, diese Meinung öffentlich auszusprechen, als Menschen, die glauben, dass sie die Minderheitsmeinung besitzen. Annahme 5 besagt, die somit dominant erscheinende Meinung wird immer weiter verstärkt und verbreitet, bis dann letztendlich die als vorher dominant angesehene Meinung wirklich die dominante Meinung wird. Woran liegt das? Elisabeth Noelle Neumann behauptet, dass die Menschen, die glauben, eine dominante Meinung zu haben, auch wirklich ihre Meinung offen aussprechen, während die Menschen, die nicht glauben, eine dominante Meinung zu haben, ihre Meinung lieber für sich behalten. Die Kritik an der Theorie lautet, dass manche Menschen bzw. die ganze Gesellschaft sich natürlich auch irren kann in der Einschätzung der dominanten Meinung. Die Gesellschaft kann sich irren in der Einschätzung der Gesellschaft. Interessant ist noch, dass Neumann behauptet hat, wenn der Mensch, der glaubt, eine Minderheitsmeinung zu besitzen, sich traut und öffentlich dafür einsteht, dann kann er wirklich den Lauf der Geschichte beeinflussen, weil er somit die Minderheitsmeinung zu einer dominanten Meinung machen kann, wenn er denn nur laut genug spricht.